Ich habe früher ja mal bei einer Bank gearbeitet. Und mein damaliger Chef, der hat behauptet, er könne bei einem ihm unbekannten Menschen erkennen, ob es sich dabei um einen Aktiv- oder Passivkunden handelt. Also ob derjenige Geld hat oder Geld braucht. Und ich habe das nicht geglaubt. Und ich habe meinen Chef gefragt, ja, woran er das denn erkennen könne. An der Kleidung oder so. Und er sagte, nein. Alleine daran, wie derjenige geht und steht. Also nur an seinen Bewegungen könne man erkennen, ob jemand vermögend ist oder nicht. Okay, wenn ich so durch die Stadt gehe und mir die Leute angucke, dann denke ich bei dem einen oder anderen auch, oh, das ist bestimmt kein Bauarbeiter, der ist bestimmt vermögend. Oder bei jemand anderen denke ich, naja, der ist eventuell Hartz-IV-Empfänger. Aber ich weiß ja nicht, ob ich mit meiner Einschätzung wirklich recht habe. Und ich kann auch völlig daneben liegen. Ich denke zum Beispiel an irgendeine Frau, die habe ich immer als vermögend angesehen oder dachte, sie wäre so von ihrer Bewegung her. Und dann greift die da plötzlich in die Mülltonne. Und dann denke ich, oh mein Gott, da war ich aber völlig daneben mit meiner Einschätzung. Wie konnte mir das passieren? Ich frage mich, kann man wirklich erkennen, ob jemand der Boss einer Firma ist oder der Fahrer vom Boss? Also wenn man es nicht weiß, nur am Habitus, kann man es daran sehen. Mein Vater meinte ja auch mal, ja, wir hatten einen Nachbarn, der sagte mal, er sei Hauptmann gewesen, also bei der Bundeswehr, ein hoher Rang. Und mein Vater sagte immer, das war der Putzer vom Hauptmann. Ein Hauptmann, der bewegt sich nicht so. Ja, hatte mein Vater nun recht oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Was denkst du, inwieweit kann man vom Äußerlichen eines Menschen auf seinen sozialen Status schließen?